15.000 Euro, komplett aus Edelstahl. Und das Geile ist auch noch, das ist ja mal ein Rad, ja. Das könnte schöner gar nicht mehr sein. Wo kriegt man denn so eine Radabdeckung her, Thomas? Das bringt der Hersteller mit sich. Das Ding ist ein Retro, der soll Retro verkörpern. Macht Retro und macht sich wirklich sehr, sehr gut an einem VW Käfer zum Beispiel. Klar, man müsste ihn jetzt noch putzen, aber man kann ja nicht alles machen. Das Geniale ist, du kannst ein kleines Auto nehmen, ein cooles Auto, kannst es dranhängen, er wiegt wenig. Du brauchst noch nicht mal in der Schweiz zum TÜV damit. Richtig, ja, ganz genau. Das ist so, das heißt also, er ist unter 750 Kilo, in Deutschland schon. Und er wird in der Ukraine gebaut, das ist der Garant dafür, dass auch die richtige Anzahl von Nieten verwendet wurde. Ich zeige das mal gerade. Das Ding ist aus Edelstahl, wie im Flugzeugbau. Ganz genau, ja. Ja, der wurde nicht gespart, ja, das ist richtig. Das ist ein Schrauben, sehe ich sogar, das ist ein Torx-Schrauben. Ja, genau. Sieht auch fast aus wie Nieten. Ich hätte fast was gesagt, aber... Nee, das links sind nächsten Torx-Schrauben, aber es sieht so von Weitem sieht's aus wie Nieten. Richtig, oder? Ja. Es soll ja auch diese Airstream-Geschichte ein bisschen imitieren, wie man sie halt kennt. Ist halt Kult, schon fast Kultstatus. Ja, aber Edelstahl und 15.000 Schweizer Franken, da geht's los. Der hier steht, was kostet der? Der ist gegen 17. 17? Naja. Da hat Standheizung drin, noch ein paar Extras. Aber das ist so, ich sag mal, fix und fertig. Man kann ihn benutzen, man kann ihn aber auch selber ausbauen. Man kann auch alles bestellen. Man kriegt es eh nicht billiger hin, muss man sagen. Weil ihr nehmt gute Sachen, zum Beispiel die Standheizung nicht von Planar, sondern von Webasto. Genau, ja. Richtig, eine 2 Kilowatt Webasto, ja, ist hier verbaut. Langt das denn 2 Kilowatt, weil das ist doch ein Riesenraum? Minimal, ja, genau. Also gute 3 Minuten sollte man schon heizen, ja, bis man die ganze Nacht da warm hat, ja. So, was ist da drin? Boah, lass uns mal schauen. Das sieht aus wie eine Chemietoilette von Tedford. Nein. Das ist immer eine Staubox. Muss man selber reinschauen, ich weiß gar nicht. Stauraum. Ja, der ist jetzt genau, wir sind hier auf der falschen Seite. Nee, hier kommt die Gasflasche rein, sieht man ja von der Entlüftung hier im Boden. Okay, das ist ein Gasanschluss. Ist das Gas jetzt nur da zum Kochen oder auch zum Heizen? Nur zum Kochen. Nur zum Kochen. Geheizt wird mit Diesel oder Benzin. So, wir haben eine riesen Küche, die werden wir gerade mal zeigen. Die ist nämlich hier hinten. Das Ganze sieht von der Seite so aus. Die Seiten komplett aus Edelstahl, das sind wahrscheinlich 0,02 mm. Ne, es ist 0,4 oder 0,3 mm. Ja. Also schon ordentlich. Ja, Unterkonstruktion aus Holz, auch hier wieder. Mhm. Es ist aus Holz gefertigt und stammt vom Schiffsbau ab. Ja, ist aber dicht, muss man sagen, da verrottet nichts. Definitiv, ja. Das ist richtig dicht. Ja. Wie gesagt, der Hersteller hat Erfahrung im Schiffsbau. Mhm. Und dem. Sag mal, du musst mir mal einen riesen Gefallen machen. Kannst du den mal gerade einen Meter zurückschieben? Weil der ist so wichtig. Und du siehst so stark aus, dass ich das gerade mal zeige, weil so ein kleiner leichter Anhänger, den kann man wahrscheinlich ein bisschen, weil er kommt so gar nicht zur Geltung. Genau, ein kleines bisschen mehr in die andere Richtung. Genau. So, noch ein bisschen zu mir. Okay, und stopp. So ist gut. Boah, ist der schön. Das ist ein richtiger Hingucker und es bedient eine ganz spezielle Zielgruppe, nämlich Leute, die, ich sag mal, einen ganz kleinen Footprint haben möchten und gerne auch mal Offroad machen. Hier sieht man so einen typischen Einsatz, direkt am Meer oder in den Bergen. Ja, klar. Ja, der kommt natürlich überall gut an. Den gibt es zum Beispiel auch mit den polierten Seitenwänden, wie man es hier jetzt auf dem Bild sieht. Ja, hier. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Man müsste fast noch klar lackieren, weil... Oder eine Freundin haben, die gern putzt, irgendein Putzfimmel hat oder so, dann geht's, ja. Edelstahl ist nämlich nicht einfach, muss man sagen. Definitiv. Also man sieht es auch, so wie er da steht, ist jetzt nicht unsere Stärke, das Ganze zu putzen. Aber man muss auch sagen, es hat jetzt doch einige Male geregnet. Aber das ist vollkommen egal. Es geht hier, das ist jetzt Patina, das heißt, die Dinger sind ja auch im Einsatz. Ihr habt sie ja ausprobiert. Lieferzeit? Zurzeit etwa 3 Monate. Also 15.000 Euro. Und dann kriege ich aber, ich sag mal hier, der Gaskocher ist ja dabei. Genau, ja. Hier haben wir einen Flammenkocher. Natürlich, 2 Flammenkocher geht natürlich besser. Mhm. Langt mir aber. Eine Flamme langt mir. Absolut, ja. Das für den Single-Mann geht das ja. Ich mache nämlich immer die Spaghetti und mache dann die Soße rein. Die kann auch kalt sein. Die wird dann, ich sag mal, damit, dann sind die Spaghetti direkt essfertig. Genau. Ist auch dann hast du hier oben hast du Power. Das ist alles in der Ukraine. Die wollen es wissen, oder? Definitiv, ja. Da kann man nicht klagen. Machen wir hier mal Licht, dann wird es ein bisschen romantischer. Wir haben hier dimmbares Licht. Ne? Krass. Das gibt es schon in der Ukraine, so Potis. Ja, doch. Ja. Es ist nicht immer Deutschland. Es ist Hightech, muss man sagen. Also die Ukraine, die können richtig bauen. Mhm. Im Thema Holzbau machen die uns, glaube ich, noch was vor. Definitiv, ja. Also auch für das Geld, muss man sagen. Richtig, ja. Haben die an irgendwas gespart, wo die was billig gemacht haben oder so? Nein, wir können uns definitiv nicht beklagen. Wir sind querbeet, es stimmt alles für uns.
Und dort, wo sie ans Limit kommen, sagen wir mal bei der Elektrik, da legen wir dann noch Hand an und machen da die letzten Kundenwünsche noch wahr. Oh, da ist eine Schweizer Steckdose drin, das hast du modifiziert, aber die gibt es in anderen Märkten natürlich mit anderen Steckdosen. Hier vorne sieht man es, also ja. Steel Drop 14.990 Schweizer Franken, das ist schon echt eine Frechheit. Du müsstest normalerweise jetzt ein Megafon haben und das hier rausbrüllen, 14.990, ja. Wie kommt der Preis an bei den Leuten? Der kommt ganz gut an und natürlich unsere zurückhaltende Schweizer Art erlaubt uns das gar nicht, hier mit dem Megafon rumzuschreien. Ach so, ja, ihr wartet so lange, bis irgendeiner mal kauft. So lange. Ja, genau, klar. So, klar. Das wollen wir jetzt mal ändern, deswegen drehen wir das Video und zeigen das allen Leuten. Habt ihr schon mal Kunden aus Deutschland gehabt, der sich der versehentlich verirrt hat bei dir oder so? Ja, wir haben ja auch immer wieder mal ein paar deutsche Freunde hier oder Kunden, das ist klar. Und auch die überzeugen wir gerne von dem Produkt, ja. Ja, notfalls wird der Raum abgeschlossen, bis der Kaufvertrag unterschrieben ist. Ja, klar, ein bisschen Prügel muss sein. Ja. Kühlbox, sag mal. Ja, hier haben wir eine Dometic verbaut. Ah, hier eine Kompressor oder was ist das? Kompressor-Kühlbox, ja. Mach mal auf, gucken, was drin ist. Nix. Nee. Ich gedacht, da wäre jetzt gutes Schweizer Bier drin. Das Bier haben wir woanders versteckt, ja. So, da vorne sind die Sicherungen, die sind auch alle beschriftet, wie man sieht, ordentlich. Mhm. Ich finde, was es ist. So. Unten sieht man die 95 Amperestunden Bleibatterie. Die gute Bosch. Die gute Bosch, ja. So, das heißt, man hat nichts von der Schweizer. Ja, aber funktioniert ja. Außerdem darf ja Blei sein, ist nicht im Innenraum, also das ist nicht so schlimm, muss keine AGM sein. Ganz genau. So, und die kosten ja dann nichts. Also ich glaube, so eine Batterie kostet einen Fuffi oder so. Ja. Definitiv, und wir haben ja wie gesagt die Option, auf Shell-Batterien aufzurüsten. Ja. So, das heißt Lifestyle Camper, da vorne steht's. Und hier hast du was ganz Besonderes. Du hast das Heck auch aus Edelstahl. Ich glaube, der Edelstahl, der macht's aus. Das sieht zwar, könnte auch Alu sein für Leute, die sich nicht auskennen, was hier gebürstet ist. Aber du sagst, Hochglanz geht auch. Ja, definitiv, ja. Natürlich nur die Seiten, weil die Front- und Heckpartie, die darf nicht poliert sein. Also wegen Reflexion. Ja, genau, richtig. Stimmt bei uns auch nicht. Ist sogar Folie verboten, weil die Angst haben, dass nachts, obwohl zu Recht, wenn da so ein Xenon-LED-Taghell, ja, ein Spiegel quasi. Genau. So, das ist jetzt eine Küche, man kann da raus, ich zeige es mal gerade da vorne, das ist das gleiche Zelt, nehme ich an, oder? Ja, genau. Ja. So, daraus kann man direkt ein Küchenzelt machen und das ist dabei. Die Stangen sind dabei? Nee, das ist optional, aber das kriegt man für 300 Franken. Nee, wir sind in der Schweiz. 300 Franken kriegt man das dazu. Und hat so, wirklich die Vorteile. Das Zelt dazu, aber das nicht die Stange. Ja klar, und die Stangen kriegst du zum Zelt gratis dazu. Okay, das wollte ich wissen. Das heißt, das Vorzelt ist optional, das ist aber schon alles vorbereitet für das Zelt. Definitiv. Auch die Teile werden in der Ukraine genäht. Also die sind auch hier, das ist nicht irgendwie ein Klump, sondern das ist wirklich hochwertiger Stoff, passgenau. Und wirklich, das Ganze wird wasserdicht abgeschottet. Ja. Sehr schön. Komm, wir gucken nochmal hinten rein. Das Edelstahl, das fixt die Leute an, aber diese Radkappe, die allein schon deswegen muss man es kaufen, oder? Ich würde sagen, ja. Also wir haben da mal schon ganz tolle Werbefotos mit VW Käfer und so gemacht, so ein 74er Käfer. Der kommt richtig dick rüber, ja. So, kommen wir mal zum Schlafkomfort. Ich hoffe, hier ist eine Matratze drin, denn ihr habt ein Testfahrzeug, habt ihr drüben drin. Ja. Da habt ihr eine ganz tolle Matratze aus der Schweiz, da ist das Lattenrost integriert. Ja. Hier liegt jetzt ein Lattenrost drin. Richtig, genau. Das wäre dann die Option, was der Hersteller bietet. Nebst der normalen Matratze bietet die Option mit Lattenrost. Und eine Stufe weiter wäre dann die Geschichte mit den Fanello-Matratzen, die wir aus der Schweiz beziehen. Cool. Komm. Die zeigen wir gerade mal, denn das ist Hightech. Die haben ein Lattenrost in der Matratze eingebaut. Da gibt es zwei verschiedene Matratzen, so eine helle und eine dunkle. Gibt es sonst noch Unterschiede? Ja, definitiv. Wir haben die dunkle, ist eine Kombination aus Latex- und Schaumstoffmatratze ohne Lattenrost drin. Und die weiße, die hat einen Lattenrost integriert. Großes Kino. Mhm. So, auch hier zeigen wir mal, also allein die Optik hier vorne, das heißt, die Windgeräusche sind gering. Null, weil das Ding ist stromlinienförmig gemacht. Wir haben auch schon festgestellt, das sind Torx-Schrauben und keine, mein Gott, wie peinlich. Aber es ist halt so, das Ding ist dicht, sagst du? Das ist absolut dicht, ja. Absolut dicht. Klar. Und wenn mal irgendwas kaputt geht, die haben wirklich viele Sachen aus dem Nutzfahrzeugbereich verbaut. Also so ein Teil gibt es, glaube ich, bei eBay für 2 € oder so. Wenn es kaputt wäre. Schweizer eBay wäre es dann halt 8 €, aber ja, du hast recht. Ja. Und das könnte hinten von der Klappe sein, von einem Kühlanhänger oder irgendwas. Genau. Das haben die auch so verwendet, ja. Ja, richtig, ja. Was ja auch nicht schlecht ist. Ne? Also gerade wenn wir Ersatzteile brauchen, müssen wir nicht unbedingt in die Ukraine fahren.
So, 15.000 Euro, optimal für Selbstausbau. Schön ist auch der 12 Volt Außenanschluss, wenn du dann doch mal die Boombox nachladen willst. Mhm. Mit amerikanischem Anschluss, ja. Aber funktioniert. Man muss nur vorne den Deckel abnehmen, dann geht's auch, oder? Definitiv, ja. Genau. So, jetzt hast du hier drin, ja, viel Platz, denn die Beine kommen ja hier drunter, die Liegefläche. 2 Meter auf 1,40 Meter. 2 Meter mal 1,40 Meter und ihr wollt es wissen, in der Ukraine haben die das Fernsehen noch 4 zu 3, oder? Ja. Die kennen noch keinen 16 zu 9? Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Aber der passt genau rein. Der gehört dahin, ja, das ist so. Das ist der geile 4 zu 3 Fernseher, habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber der fühlt, er passt genau rein. Hier kann ich also liegen, kann denn nachts in der Schweiz, was ist ein Berg, den du gerne hast? Oh, da gibt es diverse. Ja, wir haben der Gotthard, San Bernardino. Du könntest also auf die Spitze von Gotthard hier mit dem hier hinfahren. Ach, klar, logisch, klar. Und dann macht jeder Schweizer jeden Abend. Oben dann irgendeine Serie gucken auf Netflix. Ja, genau. So, dann hast du immer noch Stauraum. Du kannst ja noch einige Sachen noch im Zugfahrzeug machen. Du hast vorne die Möglichkeit, optional die Box drauf zu machen. Die ist aber hier dabei beim Stahl, oder? Ja, genau. Die ist direkt mit dabei. Schön. Das ist der Tisch und das muss man nochmal zeigen. Fliegengitter ist uns hier. Wenn man das noch mal hätte. Ja, die Fliegengitter kann ich dir noch zeigen. Ja, zeig mal. Die haben wir hier. Denn es soll ja auch in der Schweiz Fliegen geben. Die machen immer an der Grenze Stopp von Deutschland. Genau. Die dürfen nicht einreihen. Aufgedrückt. Das war's. Genau. Ja. Man sollte ja aber während der Fahrt abnehmen, gell? Nee, nicht unbedingt. Nee, ist wirklich so gemacht. Die sind dann auch nummeriert. Darum passt er jetzt hier nicht. L. L für links. Das wäre dann die andere Seite. Aber die klickst du drauf und die halten auch wirklich bombenfest. Okay, verstehe. Und wenn ihr jetzt dann mit 200 über die Schweizer Autobahnen kurven, hält das Ding immer noch. Ja, ja. Bis zum nächsten Ticket. Genau. In der Schweiz übrigens nicht ganz billig. Der, sag mal, die Höchstgeschwindigkeit 100 würde gehen. Ja, definitiv, ja. Genau. So, Tisch mal zeigen. Gut. Das ist nämlich eine ukrainische Spezialkonstruktion, die ins Guinness-Buch der Erfinderrekorde kommen sollte, weil sie ist aus Holz. Man denkt, das wäre so ein Riesentisch. Nein, der ist gar nicht so groß, aber du hast mir erzählt, schon Kinder wurden darauf gewickelt. Ja, genau, ja. Wir konnten es nicht mehr verhindern, aber es hat gezeigt, dass es hält. Ja, sagen wir mal so, ja. So, das erinnert mich. Das ist dann echt, das ist echt die ganze Geschichte. Ja. Und das kommt dann halt hier, jetzt wird es ein bisschen eng. Ja, mal gucken, wie rum wir gehen. Ist ja das Auto vom Nachbarn, ist ja nicht so schlimm, ja, wenn du es trifft. Ist nicht schlimm, der ist auch nicht so heikel. Er kriegt dann ein Bier, dann ist wieder gut. Ja, und das geht dann hier rein. Und hält. Und hier runter, wenn ich es dann sehe, ja, hier rein. Genau. Edelstahl ist hart, muss man sagen. Das ist viel härter wie normales Material. Mhm. Und wenn jetzt hier Beulen reinkommen, das ist dann Patina, oder? Ja, das muss dann auch, die ganzen Kratzer. Wie gesagt, hart ist nicht unbedingt gut. Man hat dann auch schnell mal Kratzer drin. Also muss schon ein bisschen abgebrüht sein, wenn man die Version nimmt, ja. Wenn ich hier das wegmachen möchte, das ist nur geklebt, oder? Das ist nur geklebt, ja. Okay. Genau. Also wenn ich da, was weiß ich, Guido oder Karin hinschreiben will. Ja, dann müsste man das vielleicht im Vorfeld kommunizieren, weil auch das geht. Selbst das können wir nach Kundenwunsch anfertigen lassen. Okay, das geht. Also das wäre auch auszulasern, das könnt ihr dann, ja, draufkleben und richtig, so weiter. Danke. Cool. Aber ich würde es drauflassen, weil das ist, man kann stolz sein, wie es ist. Du bist Spezialist für Zubehör für den Amarok. Ganz genau, ja. Richtig. So, der ja nicht mehr gebaut wird. Das heißt, du wirst in 2 Jahren in Rente gehen. Definitiv nicht. Nee, die Nachfrage reißt nicht ab. Der Markt wird ständig ergänzt durch weiteres Zubehör und wir gehen da durchaus mal fremd für einen Toyota Hilux oder Nissan Navara. Was? Ja, das muss auch mal sein, ja. Moment, das sind so Teile, die du machst, oder wie? Ja, auch, ja. Das ist zum Beispiel auf Nachfrage von vielen Kunden, die halt noch einen massiveren Kotflügel für den X-Line wünschen. Dann gehen wir halt hin und ergänzen das ganze Programm mit weiterem Zubehör. Also, unserer Seite. 15.000 Euro oder Schweizer Franken mit der Mehrwertsteuer, so sieht's aus. Und wenn man dich persönlich erreichen möchte, du hast eine ganz tolle Webseite, zieh mal bitte deine Jacke aus. Mach dich mal nackig, da vorne ist es lifestylecamper.ch. Das ist der Thomas, Nachname? Thomas Grütter. Grütter, mhm. Und er wohnt knapp unter den Bergen. Ja. Ich habe gestern, kein Witz, ich habe ein Interview gemacht mit jemand, der lebte in einem Anhänger. 2 Jahre in Kanada, in Amerika. Und frag ihn dann, deine Frau heißt bestimmt Heidi. Sie heißt Heidi. Och nee. Doch. Ja, da hat er Pech gehabt, ne? Ich hab's aber gelesen, es stand am Kühlschrank, stand Heidi. Und deswegen habe ich gedacht, ich mach's einfach mal. Ja. Aber
man muss sagen, die Schweiz ist schon sehr bergig. Ihr habt hier eine Auflaufbremse mit drin. Das heißt, also ist wirklich sicher, das Fahrgestell ist in Ordnung. Hier ist ein Alko drunter. Genau, definitiv Alko drunter. Auflaufbremse verbauen wir so oder so, ob wir müssen oder nicht. Unter 750 Kilo ist es nicht Pflicht. Wir verbauen es trotzdem. So ist es. Ja, vielen Dank, Thomas. Danke dir. Heute am Samstag heute? Mhm. Gut, ich habe schon fast vergessen, welcher Tag ist. Die ist gut, die Messe für euch, ja? Ja, absolut. Läuft ganz gut. Wetter könnte besser sein, aber wir wollen nicht klagen. Ja, ist das so. Die Leute, die herkommen, die haben auch hohes Interesse. Trotzdem, man guckt sich hier um. Ist das eine richtige Kaufmesse, wo du jetzt den Schreibstift die ganze Zeit bewegen musst auf dem Auftragsformular? Das Ganze tagesabhängig. Die letzten zwei Tage war gar nichts. Sehr, sehr viel Interesse, sehr viele Fragen. Heute haben noch einiges schon geschrieben, ja. Ich zeig's mal gerade. Also Steel Drop, der ist hier. Hier steht es 14.990 Schweizer Franken. Ich finde es wirklich angenehm vom Preis her. Das ist der Budget, 11.990. Und dann hast du noch den schönen X-Line, den haben wir auch alle gezeigt, ja, für 16.990. Das ist denn die Version volle Hütte. Und der da nochmal, wie er hier steht, komplett, Preis? Der ist 21, ja. 21, da ist denn alles verbaut, was geht. Nö. Wir können auch mehr. Wir können auch Alcantara-Auskleidung machen. Es geht alles zusammen, Maximum wahrscheinlich bis 28 hoch. Danke dir. Tschüss. Ebenso. Danke. Tschüss.